gerade bei der Mietenwahnsinn-Hessen-Demo. Große Demo, wir sind viele, viele tausend Leute hier in Frankfurt gerade. Es sind unterschiedliche Gruppen und Initiativen, die aufgerufen haben, die gekommen sind. Wir haben ganz vielfältige Plakate, Transparente, Schilder, groß und klein, alles hier auf der Straße gegen Mietenwahnsinn, gegen soziale Ausgrenzung, gegen Verdrängung, gegen Luxuswohnquartiere. Alles, was wir in Frankfurt sehen, aber auch in vielen anderen hessischen Städten. Wir sind hier als Stadt für alle, auch mit einem eigenen Lautsprecherwagen am Start. Weil wir sagen, gegen Mietenwahnsinn, aber eben nicht nur gegen Mietenwahnsinn, sondern für eine Stadt für alle, gegen rassistische Ausgrenzung, gegen eine Stadt, wo nur noch Reiche das Sagen haben, wo sozusagen jede Freiräume, jede Form von Kreativität, von Unordnung unmöglich gemacht wird, wo das Leben an sich dem Kapital unterworfen wird. Dagegen sind wir gemeinsam mit vielen anderen und deshalb sind wir heute auf der Straße mit Leuten aus der Seebrücke, mit Project Shelter, mit anderen Initiativen, für eine Stadt für alle, gegen Ausgrenzung, gegen Verdrängung. Die Stadt Frankfurt behauptet, dass das soziale Netz in Frankfurt allen Menschen Hilfe gewährt. Aber viele MigrantInnen, die nach Frankfurt kommen, bekommen keinerlei Hilfe von der Regierung. Sie dürfen nicht einmal in den Notunterkünften der Stadt übernachten. Deswegen werden Menschen dazu gezwungen, auf der Straße oder woanders draußen zu schlafen. Immer mit dem Risiko, Angriffen ausgesetzt zu sein oder von der Polizei kontrolliert zu werden. Mein Name ist Georg, ich bin aus Darmstadt jetzt hier nach Frankfurt gefahren zur Mietendemo. Ich finde es total geil, dass so total viele Leute hier, tausende Leute gegen den Mietenwahnsinn in hessischen Städten und auch in deutschen Städten demonstrieren. Es ist uns wichtig, aus Darmstadt hierher zu fahren, weil das eine Stadt ist, in der total viele Studierende Probleme haben, Wohnungen zu finden, Menschen Probleme haben, Wohnungen zu finden, die nicht so viel Kohle haben. Und es zum Kotzen ist, dass dort private Immobilienunternehmen einen Profit damit machen und diese Wohnungsnot ausnutzen, um damit Geld zu machen. Also in Darmstadt ist seit schon einer ganzen Weile die Vonovia, ein Immobilienkonzern, der größte deutsche Immobilienkonzern, der dort eben auch aktiv geworden ist. Ganz viele Bestände von ehemals sozialen Wohnungen sind jetzt in den Bestand der Vonovia gegangen und die Vonovia ist ein Aktienunternehmen, das auf die Rendite guckt. Und die Mieten steigen, es wird saniert, modernisiert und das drängt Leute einfach an den Rand der Stadt. Also die günstigste Wohnung, die ich kenne von Studis, sind 250 Euro, aber das ist auch ein Sechser im Lotto. Es geht eher um die 400 Euro. So, und wenn man sich anguckt, dass die Wohnraumpauschale vom BAföG 250 Euro sind, ist das natürlich ein Witz. An sich ist in Darmstadt gerade die Situation, dass wir 8000 Erstsemesterstudierende haben und 2000 davon sind immer noch auf Wohnungssuche. Sprich, die müssen auch woanders wohnen, wohnen bei Freunden auf der Couch. Oder ja, wir haben täglich Anfragen von verzweifelten Studierenden, denen wir so gut es geht zu helfen. Der TU Aster hat jetzt eine Notunterkunft eingerichtet. Genau, und wir versuchen mit Veranstaltungen oder auch Beratung zu geben, wo man sich überall noch melden kann. Im Moment gibt es kaum bezahlbaren Wohnraum in Darmstadt. Die Mietpreise steigen ins Unermessliche. Mittlerweile sind wir beim Durchschnitt von fast 10 Euro, 9 Euro bis 10 Euro. Das heißt, es kann sich eine ganz normale Familie mit mittlerem Einkommen überhaupt nicht mehr leisten. Ja, den verantwortlichen Politikern in Darmstadt ist noch nicht so richtig bewusst geworden, dass die Mieten viel schneller steigen als die Einkommen. Und durch die große Zahl von Menschen, die hier teilnehmen, wollen wir sie darauf aufmerksam machen, dass sie da noch eine Bewusstseinslücke haben und dringend was unternehmen müssen, zum Beispiel über unsere kommunale Baugesellschaft, Wohnungsgesellschaft, dass die eben Wohnungen auch unterhalb des Mietspiegels anbieten muss. Nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch im frei finanzierten Bereich brauchen wir Wohnungen, die sich der normale Durchschnittsbürger auch leisten kann, auch nach Modernisierungen noch, weil da wird besonders stark erhöht.